Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen weiteren Aventus-Klon aus dem preiswerten Segment. Und zwar geht es um Rums al-Razazi Pour Lui, was ein sehr, sehr witziger Flakon ist. Im Übrigen werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und ein Duft mit einer übertrieben guten Haltbarkeit. Ich habe hierfür 20, 30 Euro bezahlt nur und es ist wirklich eine krasse Haltbarkeit. Hält den ganzen Tag über bis zum nächsten Tag und ist wahrscheinlich so der Creed Aventus Klon aus dem preiswerten Segment unter 50 Euro mit der besten Haltbarkeit, die ich persönlich kenne. Ist ein bisschen schade, dass ich den jetzt erst entdecke, weil ansonsten hätte ich ihn noch in meinen Creed Aventus Klon Vergleich mit reingepackt. Aber auf jeden Fall geht es heute um diesen Duft und alles, was ihr dazu wissen müsst. Aber zunächst mal, wenn du neu auf diesem Kanal bist, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Name ist Kai und auf diesem Kanal geht es um Themen wie Haarstyling, Hautpflege, Bartpflege und Parfums. Und wenn du neu bist und noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne diesen Kanal. Der Knopf ist direkt unter diesem Video. Also, zunächst mal ein bisschen was zu dieser Aufmachung hier. Ich finde es ganz, ganz witzig, dass dieser Flakon hier so ein Zebra drauf hat. Ich verstehe das nicht ganz, weil er hat für mich nicht wirklich was mit Safari oder irgendwas zu tun, sondern es ist halt einfach ein Creed Aventus-Klon. Und dieser Flakon hat auf der einen Seite eine ziemlich coole Retro-Optik, finde ich. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen funky. Also hier ist so ein, also dieses Zebra hier drauf hat irgendwie so ein samtiges Finish. Dann kann man den auch rumdrehen und man sieht hier auch nochmal dieses Zebra dann eben in dem Label von der anderen Seite. Und auch der Karton hat eben so ein weirdes Samt-Zebra da vorne drauf gedruckt und ich verstehe das nicht so ganz, ja, also vielleicht mag mich da irgendjemand drüber aufklären, der sich ein bisschen mit diesen Düften auskennt. Ja, auf jeden Fall ist es echt funky und auf der einen Seite aber auch ziemlich cool wegen dieser Retro-Optik, auch mit diesem Razazi hier oben drin. Und ganz im Ernst, Leute, der Flakon hat eigentlich echt einen ganz guten Eindruck, vor allen Dingen so von der Sprühmechanik her, das ist echt ganz in Ordnung. Und der Deckel ist halt auch ziemlich schwer, also es wirkt, glaube ich, im Video ein bisschen billig, aber der hat schon ein gewisses Gewicht an sich. Also für den Preis ist es auf jeden Fall schon okay und es ist kein Flakon, der jetzt übertrieben billig wirkt oder so. Aber das ist nur was, was, glaube ich, wirklich für Leute wichtig ist, die Wert auf das Aussehen von dem Flakon legen. Denn wenn ich mir den Juice anschaue, der hier drin ist, dann hat der es wirklich in sich. Denn das Allerwichtigste, was ich auch gerade am Anfang schon erwähnt habe, ist, dass der hier wirklich eine übertrieben gute Performance und Haltbarkeit, Projektion und sowas alles hat. Ja, das heißt, der hält erstens sehr, sehr lange. Zweitens hat er wirklich eine sehr gute Projektion. Man riecht den Duft wirklich, wenn ihr unterwegs seid. Also es ist nicht so wie bei Vibrant Leather oder Parfum, was ich ja auf diesem Kanal getestet habe, was eine Haltbarkeit von 2-3 Stunden hatte. Und es ist auch sogar noch ein bisschen besser als Clap de Nuit Intense von Armaf. Obwohl das hier natürlich ein Eau de Parfum ist und dementsprechend auch eigentlich eine bessere Haltbarkeit haben sollte, weil es einfach stärker konzentriert ist von den Duftölen her. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, Leute, das hier ist wirklich von der Haltbarkeit und von der Projektion her wirklich, wirklich gut. Und das ist, denke ich, so der größte Vorteil von diesem Duft. Ansonsten von der DNA her brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ja, denn wer Creed Aventus kennt, der weiß, es handelt sich hier um Ananas mit so einer leicht rauchigen Weinnote und einer holzigen Basis. Und das ist eben genau das, was man hier auch bekommt. Wohl aber, das muss ich sagen, in einer sehr, sehr, sehr synthetischen Variante. Also es riecht für mich wirklich vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen scharf. Es ist eine sehr rauchige Variante von Aventus, nicht so eine fruchtige Geschichte, was ich eigentlich ganz cool finde, ja, weil ich mag das, wenn das so ein bisschen auch einen Wumms dahinter hat und nicht nur die reinste Ananas-Show ist. Aber trotzdem ist es eben etwas synthetisch und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Flakon hier bald wieder veräußern werde, weil ich halt immer noch eine Abfüllung von dem originalen Creed Aventus habe und dementsprechend nicht so wirklich einen Bedarf hiernach. Und es ist für mich wirklich auch ein bisschen synthetisch und ich finde, man riecht auch tatsächlich, dass es kein originaler Creed Aventus ist. Also es sind gewisse Klon-Vibes da und man riecht auf jeden Fall, oder zumindest rieche ich das raus, dass es kein Original ist. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das hier ein Klon ist. Wie das jetzt ist, wenn jemand das nicht weiß, das kann ich leider nicht beurteilen, ja, weil ich wusste es ja schon, aber trotzdem finde ich, dass das hier doch deutlich auf der synthetischen Seite liegt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich ein bisschen in diese Richtung vortasten möchte oder man hat nicht so viel Geld und möchte nicht so viel Geld für so einen Duft ausgeben, möchte aber in etwa so die gleiche DNA mit einer super Haltbarkeit, super Performance, was wie gesagt die beiden Vorteile von diesem Duft sind, dann würde ich sagen, schlagt auf jeden Fall zu, ja, weil günstiger wird es meiner Ansicht nach nicht, zumindest nicht, was das Thema Performance angeht.
Und das ist wirklich deshalb ein Duft, den ich sehr empfehlen kann, wenn man jetzt nicht so auf diese ultranatürliche Geschichte Wert legt. Das ist jedenfalls meine Meinung zu Rums Al-Razazi Pour Lui. Den Namen finde ich immer noch ein bisschen komisch, aber naja, auf jeden Fall stabiles Ding. Und meine Frage an euch ist jetzt natürlich, habt ihr diesen Duft probiert? Schreibt das gerne in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Member meiner Community seid, dann abonniert diesen Kanal gerne, der Knopf ist direkt unter diesem Video und zeigt das Video 10 von euren Freunden, damit dieser Kanal noch schneller wächst, als er es ohnehin schon tut. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.